tut mir echt leid. Ich werde es nie wieder tun. Bitte lass mich am Leben. Vergiss es, du Gummischädel! Weißt du, das machen wir mit jedem, der uns irgendwie in die Quere kommt. Ich dachte, der Knilch hätte um einiges mehr drauf. Er hat es nicht anders verdient. Willst du zum Schluss noch irgendwas Bedeutendes sagen? Du hast hier jede Menge Zuhörer. Die warten auf sowas. Lass mir das. Ob du noch was zu sagen hast oder nicht, ist egal, denn gleich bist du Vergangenheit. Nein! Ich bin der zukünftige König der Piraten! Ah, der König der Piraten? Du bist ehrgeizig und hast ein großes Ziel. Trotzdem bist du bereit, für den Strohhut den Kopf hinzuhalten? Im Moment ist das der einzige Weg, meinen Captain zu retten. Wenn ich das nicht auf mich nehme, darf ich mir auch nicht so ein Ziel setzen. Ruffy wird der König der Piraten werden! Mehr brauche ich bei einem Amateur nicht. Ein Zahnstocher würde es auch tun, das haben wir gleich. Monster Strike! Da stimmt was nicht. Ich habe doch nicht mein ganzes Leben lang trainiert, um mich von einem Kinderspielzeug aufhalten zu lassen. Warum gibst du nicht auf? Dann wäre alles umsonst gewesen. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Lorena Zorro. Den Namen werde ich mir merken. Auf so einen Gegner habe ich schon lange gewartet. Dann wollen wir doch mal sehen, ob du der stärksten Klinge der Welt, dem Black Sword, heute etwas entgegenzusetzen hast. Geheimer Dreischwerter-Stil! 3000 Welten! Ich hab verloren. Ich hätte nie gedacht, dass er es schafft. Aber er ist wirklich der beste Schwertkämpfer der Welt. Mach dir mal lieber Sorgen um dich selbst. Du bist doch viel schwächer als ich. Merk dir das endlich mal, Ruffy. Ich werde nicht sterben. Eines Tages wirst du kommen, um Big Mom ein für alle Mal zu erledigen, oder? Verlass dich drauf, denn ich werde der König der Piraten. Dann kannst du wohl ziemlich weit in die Zukunft sehen. Jetzt zu der dritten Generation. Das musst du unbedingt nehmen. Cool, du musst es kaufen, unbedingt. Es ist immerhin vom dritten Rang. Das kostet sonst 1 Million. Nein, ich kann es Ihnen auf keinen Fall geben. Das verstehe ich. 50.000 sind viel zu wenig. Das ist kein angemessener Preis. Darum geht es mir nicht. Es ist verflucht. Woher weißt du das? Das spürt man. Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Sonst hätte ich dir nie empfohlen. Ich finde es gut. Ich nehme es. Oh. Na dann, wollen wir mal sehen, ob mein Glück es mit dem Fluch aufnehmen kann. Wenn nicht, habe ich Pech. Da bin ich mal gespannt. Ruffy, ich bin zu euch an Bord gekommen, weil du mich gefragt hast. Ich will nicht bei diesen Typen sein. Nie im Leben. Ich bin Tony Chopper, der Schiffsarzt der Strohhutpiraten. Halt die Fresse und hör auf zu weinen, Chopper. Es reicht jetzt. Zorro. Es war deine Entscheidung, zur See zu fahren. Du bist für dein Handeln verantwortlich und niemand sonst. Gib jetzt nicht den anderen die Schuld. Wir wollten alle bei dem Spiel mitmachen. Du und Lysop und all die anderen haben ihr Bestes gegeben und verloren. Kein Pirat wird Mitleid mit deinen Tränen haben. Trag es wie ein Mann und warte ab, wie das Spiel weitergeht. Sag mal, warum nennt ihr ihn alle Vater? Das ist ganz einfach, weil er uns seine Söhne nennt. Auf
Auf der ganzen Welt hasst man uns für das, was wir sind. Es macht uns glücklich, auch wenn es nur ein Wort ist. Weißt du, was ich meine? Hör zu, er hat dein Leben verschont. Warum versuchst du ihm seins zu nehmen? Du musst dich entscheiden. Du bist nicht stark genug, um Vater besiegen zu können. Du hast die Wahl. Entweder du verlässt das Schiff, oder du bleibst bei uns. Ach, sind die Piraten böse und die Marine gerecht? Das alles bekommt jetzt ein völlig neues Gesicht. Kinder, die keinen Frieden kennen und Kinder, die keinen Krieg kennen, haben unterschiedliche Werte. Derjenige, der zur Spitze aufsteigt, entscheidet, was gut und was böse ist. Und im Moment ist dieser Ort hier völlig neutral. Wird die Gerechtigkeit siegen? Natürlich wird sie das. Denn nur der Sieger allein ist gerecht. Du weißt, wie er seinen großen Bruder bewundert hat. Es spielt für mich keine Rolle, was für ein Pirat dieser Dummkopf Ruffy auch immer werden mag. Ich werde immer auf seiner Seite sein. Es zerreißt mir fast das Herz, wenn ich daran denke, was er jetzt durchmachen muss. Ruffy! Halt durch! Lass dich nicht unterkriegen! Bitte? Ein Pirat, dem Gold und Schätze egal sind? Warum bist du denn dann überhaupt hier? Hey, Jugend! Seit ich ein Kind war, gab es etwas, was ich schon immer haben wollte. Ach ja, und was ist das? Warum verstehst du es uns nicht? Eine Familie. Eine Familie? Wieso das denn? Danke für alles. Lebt wohl, meine Söhne.